Ja, Mahlzeit, Hannes Lesser, mein Name, Comiczeichner, und ich will heute über den Comic und den guten Herrn Alex Ross reden. Aber bevor wir das machen, bevor ich das mache, erst noch mal ein bisschen Werbung. Wo ist er? Hier, Starchild 7. Fertig gecrowdfundet, fertig gedruckt, verschickt an die Unterstützer und Unterstützerinnen. Und gibt es jetzt natürlich auch zu bestellen, unter anderem beim Verlag thenextart.de. Genau. Und das steuert jetzt langsam aufs Finale zu. Ja, wer es noch nicht kennt, mit dem achten Kapitel, genau, wird dann das Finale stattfinden. Und die bisherigen Ausgaben sollten auch noch zu haben sein. Ne? Science Fiction, Fantasy. Genau, und da geht es ordentlich ab. Jetzt aber hierzu, weswegen ihr geklickt habt. Fantastische 4 von Alex Ross, Tödlicher Kreislauf. Ja. Habe ich mir geholt, und zwar aus einem Grund, wegen Alex Ross. Cover Artist hauptsächlich, ja. Unverwechselbar eben seine getuschten Bilder. Hier ist er noch ein bisschen abstrakter geworden, was die Farben angeht. Ja, sehr, sehr grelle Farben hat er gewählt. Und er hat das Ganze auch geschrieben. Ja, was kriegt man hier für sein Geld? Also, was kriegt man? Man kriegt vor allem fantastische Bilder, fantastische Panels, ja, jedes einzelne Panel ist ein Gemälde. Da gibt es nichts dran zu meckern. Ja, ich suche mal. Also wirklich jede Seite. Ich versuche mal eben Seiten zu wählen, die auch ein bisschen übersichtlich sind, wenn ich sie mal kurz in die Kamera halte. Weil auf manchen Seiten passiert so viel, dass es dann eben, wenn man die jetzt nur so einmal hinhalten würde, ja, ein bisschen unübersichtlich wirken könnte. Es ist wirklich ein Gemälde. Durch und durch. Ja. Ganz, ganz große Klasse. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die Schreibe, ist nicht so mein Ding. Also haut mich nicht vom Hocker. Ja. Ob das jetzt eben an Alex Ross, seinem Schreibertalent liegt oder eben dem, was er damit bezwecken wollte, kann ich nicht beurteilen. Dafür habe ich auch tatsächlich zu wenig von ihm gelesen, was er geschrieben hat. Ich kenne ihn eben hauptsächlich als Cover Artist. Denn diese Geschichte soll sich ja einfügen in diesen alten Stan Lee-Kosmos, also sprich diese fantastischen Vier-Comics aus den 60er Jahren. So wirkt auch die Schreibe. Ja, sehr, sehr altbacken, sehr expositionslastig und wenig Fokus jetzt irgendwie darauf, die Charaktere mit Leben zu füllen und wirklich einen Charakter zu geben. Und dazu mal eben die Geschichte, wie ich denn so mit den Fantastischen Vier in Berührung gekommen bin, das erste Mal. Und zwar, das waren die guten alten kleinen Kondor-Taschenbücher. Und zwar, ich glaube, das waren die doppelgepackten, ja, wo halt immer zwei ältere Taschenbücher zusammen drin waren. Und das war der John Byrne Run. Ja, der hat, glaube ich, damals, der hat es einige Jahre hat er geschrieben und gezeichnet und später dann nochmal, aber also ich rede jetzt von dem ersten Run vor allem. Und das ist so meine Berührung gewesen und mein Einstieg und auch heute noch eben ja, das, was ich am stärksten empfinde, wenn es um die Fantastischen Vier geht. Ne? Da wurden einige Teile auch später dann von Panini nochmal veröffentlicht in der Marvel-Exklusivreihe, kann ich nur jedem empfehlen, die Kolorierung ist altbacken, ja, nicht mit der von heute vergleichbar, aber die Zeichnung, die funktioniert für mich immer noch. Aus meiner Sicht war das John Byrne auf seinem Zenit, ja, so X-Men, Fantastische Vier, Alpha Flight, so das ist so die Zeit, wo ich seine Kunst wirklich ganz, ganz, ganz stark finde. Später hat er ein bisschen abgebaut, finde ich. Da wirkt er das so ein bisschen wie aus der Retorte. Hier hat auch wirklich alles so richtig Leben. Wirkt alles auch, hat auch eine gewisse Spontanität und so. Ich weiß noch, als ich John Byrne damals als Kind irgendwie verschlungen habe, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt ein Mensch wirklich zeichnen kann. Also so diese Masse an Details und so. Heute sehe ich das ein bisschen anders, heute kann ich das nachvollziehen, ja. Aber damals war das für mich unbegreiflich. Genau, später kam nochmal ein Run, den ich auch ganz stark fand, der auch damals veröffentlicht wurde von Panini, und zwar der von Mark Waid und Mike Wieringo, der gefiel mir auch sehr, ja. Auch da wurden eben die Charaktere wirklich, also ähnlich wie bei John Byrne, wirklich mit Leben gefüllt. Ja, aber John Byrne ist für mich immer noch so der Goldstandard, was die Fantastischen Vier angeht. Ne? Er hat wirklich
diese Familie beschrieben und die Beziehung der Charaktere untereinander ganz, ganz stark geprägt und auch zum Teil erweitert, verändert, ja. Also gerade eben Sue Storm wurde viel, viel tougher, viel, viel selbstbewusster, wurde zum Teil ja auch halt zur Psychopathin zwischendurch, ne, und wollte in einer Geschichte dann sogar mal ihren eigenen Ehemann um die Ecke bringen und so weiter. Das Genecke zwischen dem Ding Ben Grimm und Johnny Storm, ja, und später, als Ben Grimm dann eben ausgestiegen war aus den Fantastischen Vier, Johnny Storm wurde viel reifer, viel erwachsener und hat dann eben sich ja sogar verliebt in die Ex von, oder damals war sie eigentlich noch gar nicht seine Ex, ja, von Ben Grimm, oder war sie doch seine Ex? Ich glaube, die haben sich vorher getrennt, ja, ich weiß nicht mehr. Ist zu lange her, ich müsste es vielleicht nochmal nachlesen. Wurde aber dann ja eh später abgeändert, umgeändert im Nachhinein. Lange Rede, ja, lange Geschichte. Das war dann Tom DeFalco, glaube ich. Aber wie gesagt, also hier John Byrne, ja, das war für mich Familiencomic mit ständig wechselnden Schauplätzen und fantastischen Ideen, ja, at its best. Und natürlich auch immer mal zwischendurch wieder ihr Lieblingsgegner, eben Dr. Doom, ne? Und der gehört ja eigentlich so als fünftes Mitglied, als verstoßenes Kind mit zur Familie, so, ne? Könnte man so sagen. Oder als der blöde Onkel, der eben immer wieder die Party verdirbt oder so. Genau, also das kann, wenn ihr gute Geschichten wollt über die Fantastischen Vier, wenn ihr eben die Faszination für diesen Comic nachempfinden wollt, dann würde ich eben, wie gesagt, zu dem alten Zeug greifen. Wenn ihr Alex Ross-Fan seid und einfach seine Kunst genießen wollt und auch mal, wie gesagt, da was Neues sehen wollt, weil diese grellen Farben hatte ich jetzt nicht so bei ihm auf dem Zettel, dann gebt hier eben diese 25 € aus, weil dafür lohnt sich es auf jeden Fall. Ne? Und mehr habe ich auch nicht erwartet. Das war der Grund, warum ich mir das Ding geholt habe und ich bereue es auch nicht. Ne? Für die Geschichte, wie gesagt, das hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber die Zeichnungen sind super. Was gibt's noch? Also, Ende des Monats ist die Comic-Con in Stuttgart und also Ende November 2022. Und wenn alles gut geht, werde ich da eben mit am Tisch sitzen bei The Next Art. Und genau, da freue ich mich drauf. Und freue mich eben auch drauf, wenn Leute, wenn ihr eben Bock habt, da irgendwie mit mir über Comics zu quatschen oder vielleicht eine Zeichnung haben wollt oder sowas. Oder Star Trek Comics, ja, werde ich natürlich mit dabei haben. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich werde jetzt weiter den Zeitenstift schwingen, ne, fürs 8. Kapitel von Starchild, damit es dann endlich mal fertig ist. Und ansonsten, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Comic haltet, wenn ihr ihn schon gelesen habt, ja, was ihr von Alex Ross haltet. Und genau, dazu ist nämlich zu sagen, ich persönlich empfinde Alex Ross gar nicht unbedingt als Comiczeichner. Ja? Der ist eigentlich zu, ja, das ist, ich verbinde Comic eher, ne, mit dem klassischen Stil wie John Byrne zum Beispiel. Ne? Eine relativ schnelle Kunst. Alex Ross ist, wie gesagt, für mich eher so ein Cover-Artist, aber trotzdem war das eine super Abwechslung. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Alex Ross haltet oder eben, wer euer liebster Fantastische Vier Autor war oder euer liebster Run der Fantastischen Vier. Und ansonsten sehen wir uns dann eben auf der Comic-Con. Bis dann, tschüss!